Es war eigentlich das Hauptziel, einmal überhaupt die Gemeinsamkeit zu erreichen, dem Morden ein Ende zu machen, sonst diesem ganzen Kriegsgeschehen ein Ende zu machen. Das war von Anfang an der Gedanke, erstmal zu verhindern, aufzuklären und als es dann tatsächlich soweit war, immer wieder darauf hinzuweisen, wo es hinführen wird. Hat das auch eine Das Rolle gespielt, dass sie Mütter waren, dass sie Kinder hatten? auch mit, natürlich auch mit. Das spielte auch mit eine Rolle, aber dadurch wurde die Aktivität aktiviert. Also eine Aktivität doch noch dahingehend gefördert, weil man ja einmal jung war, das Leben liebte, die Kinder liebte und ja irgendwie in jedem Falle in einer friedlichen Welt unter anderen Bedingungen leben wollte. Das war doch nun mal der Ausgangspunkt. Das führte doch grundsätzlich überhaupt erstmal dann zusammen, bevor man überhaupt jetzt in einzelne politische Fragen einging. Ich glaube, so muss man das auch mal sehen. Wir haben zu Anfang von Sympathisierenden gesprochen. Ich kann doch nicht grundsätzlich in jedem sofort einen Kommunisten sehen. Im Gegenteil, ich muss doch versuchen, grundsätzlich erstmal mit einer Überzeugungsarbeit meine Vorstellungen dem anderen in irgendeiner Form darzubringen. Man muss sich mal überlegen, mit welchen Gedanken wir überhaupt, die wir vom kommunistischen Jugendverband kamen, unterschiedlicher Meinungen waren, auch unterschiedlicher Erziehung waren. Ich hatte zum Beispiel Konflikte mit meinem Vater, der der SPD angehörte und früher aber Mitbegründer des Spartakusbundes war, etliche Jahre in der kommunistischen Partei, dann aber zur Sozialdemokratie überwechselte. Und da gab es Auseinandersetzungen, rein familiärer Art.